Hallo Leute und willkommen zurück bei Let's Play Plants vs. Zombies 2. Wir spielen wie immer als allererstes die Piñata Party. Oh. Oho. Einige Wiesel, aber zum Glück andere Pflanzen als beim letzten Mal. Ich dachte jetzt schon, ist das etwa die gleiche Piñata Party? Das kann doch nicht sein. So, dich hierhin, dich auf jeden Fall hierhin. Die müssten das doch locker schaffen, oder? Hallöchen. Da kommt schon ein Wiesel. Oh nein. Ich setze einfach mal da noch einen hin. Und ich glaube, da auch noch einen hin. Weil die ja, wenn die das nicht schaffen, verschwinden. Oh, das hätte ich vielleicht hier oben machen sollen, oder? Kicken wir den mal eben zur Seite. Da kommen schon unsere Wieselfreunde. Einen haben wir da noch. Dann kommst du noch mal hier hin. Da kommen hoch auch noch einige... Oh. Shit. Wow. Die Wiesel sind so verdammt schnell, ne? Das ist richtig doof. Und diese Geräusche. Unglaublich. Unglaublich. Da kommen die Wiesel, werden weggekickt. Sehr schön. Oh, Mist. Setzen wir dich nochmal da hin. Oh. Oh. Wie, der ist jetzt hier... Wow, von alleine so losgegangen? Kann ich dich nochmal da hinsetzen? Nee, ich glaube, das schaffst du nicht. Na gut, lassen wir die hier durch. Da kommt schon eine riesige Welle. Mal auf, machen wir das mal. Wow, so. Dich nochmal schnell dahin, damit da nicht sofort einer kommt. Wow, Hilfe, Mitte. Wow, warum ist das Spiel gerade so lahm? Seht ihr das? Oh. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Los, weg hier. Das Spiel hing gerade so komisch. Aber jetzt sieht es gut aus. Da nochmal einen hin. Eigentlich sind jetzt nur die drei Reihen ein bisschen gefährlich. Setz da einfach noch einen hin. Die da unten vielleicht auch. Nochmal Spezialdünger. Oh Gott, da oben. Ja, egal. Egal. Der nimmt die alle mit. Supi. Supi, supi. Können wir die nochmal wegkicken? Oh, das Wiesel hier. Das Wiesel. Los, friss sie auf, friss sie auf. Ja! Hui, wir haben es geschafft. Boah, das wurde gerade aber kurz hektisch, muss ich sagen. Da hatte ich jetzt die Befürchtung, dass das nichts wird. So, wir nehmen den am Rand. Ja, ein Power-Up, ein Sprössling und 5 Edelsteine. Juhu. Und da wäre ein Kostüm für den Thymian drin gewesen. Schade. Und leider nur das Strom-Power-Up. Das nutze ich ja gar nicht so gerne. Mein Lieblings-Power-Up ist ja immer dieser Schnee. Dazu... Achso, ja, Under Construction. Under Construction. Ich habe übrigens gelesen, das hat mir jemand auf Twitter geschrieben, dass es wohl am 15. weitergeht. Wo sind wir hier? Riesenwellenstrand. Dass es am 15. weitergeht mit dem Jurassischen Moor. Da freue ich mich sehr drauf. Und was ich gerade noch sagen wollte, genau... Power-Up, und das ist mein Lieblings-Power-Up, das Schnee-Power-Up ist, da habt ihr mir, und das auch schon vor ganz langer Zeit, länger mal in die Kommentare geschrieben, dass ich nicht... Wow, juhu. Wow, toll, das ist fantastisch hier. Was machst du nochmal? Weiß es nicht mehr. Ich muss mich mal gerade eben ein bisschen konzentrieren, glaube ich. Du gehst mir auf die Nerven. Du gehst mir auf die Nerven. Du gehst mir auch weiterhin auf die Nerven. Die rollen auch ganz normal durch Wasser, ne? Ja, sehr schön. Das ist eine große, die aber irgendwie nicht viel ausrichtet gerade. Wir machen das mal kurz so. Hier kommen ein paar viele. Ich habe die Befürchtung, dass das nicht mehr klappt. Machen wir das so. Okay, du hast alle mitgenommen. Da kommt ein Surfer. Da kommt einer mit Eimer. Das war die falsche Reihe. Boah, ich hasse Bowling. Wirklich. Das habe ich schon im ersten Teil so gehasst. Boah. So gehasst. So, vorsichtig bei dieser Reihe hier. Boah, die treffen auch sowas von überhaupt nicht, ne? Jetzt aber. Die hier treffen. Jawohl. Das ist schön. Machen wir das Ganze nochmal. Ist sehr gut. Warum kommen die jetzt alle hier? Was soll denn das? Das ist nicht nett. Ich muss auch oben ein bisschen aufpassen. Der geht leider nicht runter. Schade. Mit dir.
Der hat die alle getroffen, aber... Oh ja, super. Ja, ein Edelstein. Trotzdem muss ich auf diese Reihe hier aufpassen. Ja, da oben der Kleine, der kann von mir aus durchlaufen. Das Problem sind gerade die hier. Oh oh, oh oh. Ich glaube, das schaffe ich nicht mehr, weil der hat einen Eimer. Ich nutze doch jetzt nicht... Ja, wow, Glück gehabt. Glück gehabt, Glück gehabt. Der Rest ist gerade egal. Machen wir das nochmal so. Lauf du von mir aus auch durch, oder? Ich bin mir da nicht so sicher. Ist auch noch nicht die letzte Welle. Sind alle Reihen total gefährdet, außer die hier unten. Ich hau einfach mal ein bisschen was in die Mitte. Oder aber auch da unten rein, damit der... Der Surfer, warum trifft ihn das nicht? So, jetzt mal wieder ein bisschen was... Ja, genau, in die mittlere Reihe, wo kaum irgendwas ist. Da rein, sehr schön. Du nach oben, du hier hin. Das ist die letzte Welle und es kommt noch ein großer. Das ist ja nicht so... Oh, shit. Ist ja nicht so geil. Mitten rein, bitte. Warum sehe ich den Großen denn nicht? Da ist der Große, der braucht einfach ein bisschen. Ja, komm schon. Ich werde gleich meinen Strom... Mein Stromdings nutzen, denke ich. Sehr gut. Sehr gut, das trifft auch ihn. Wir haben nur noch ihn. Ja! Wir hätten das sonst 100 pro nicht mehr geschafft, da bin ich mir fast sicher. Ach ja, schön. So, das war Tag 24. Was ich aber eigentlich sagen wollte zum Schneepower-Up. Da habt ihr mir vor ganz, ganz langer Zeit schon relativ am Anfang geschrieben, dass ich die Maustaste gedrückt halten muss und nicht einzeln klicken muss. Das mache ich auch. Also wirklich, das mache ich seit, ich weiß nicht, vielleicht habe ich die ersten 5 Folgen... Was? Nein, du kriegst meine Meinung nicht, Dave. Vielleicht habe ich das die ersten 3 Folgen oder 3 Aufnahmen so gemacht, dass ich dachte, man muss klicken. Und dann habt ihr mir das relativ früh am Anfang geschrieben. Und dann mache ich, mache das auch immer so. Also ich halte tatsächlich die Maustaste gedrückt und ziehe, aber es kommen anscheinend nicht mehr Schneebälle. Ihr habt gesagt, ja, da müssten einige mehr kommen. Das lese ich in letzter Zeit öfter in den Kommentaren. Aber ganz ehrlich, ich halte die Maustaste immer gedrückt. Das ist echt doof. So, gibt 3000 Sonnen. Okay. 3000 Sonnen oder weniger und 5 Zombies in 10 Sekunden. Okay, das könnte ein ziemlich heftiges Level werden. Könnte. Könnte aber auch gut laufen. Ich weiß nicht, ob ich die wieder mitnehme. Je nachdem, was da jetzt so am Anfang los ist. Das Guacodil vielleicht. Gut, damit könnten wir auf jeden Fall das zweite Ziel erreichen und viele Zombies töten. 3000 Sonnen, ja, das könnte ein Problem werden. Das könnte echt ein Problem werden, vor allem, weil ich jetzt relativ teure Sachen mitgenommen habe. Ich sollte vermutlich nicht ganz so verschwenderisch sein. Ja, dich nehme ich aber mal eben kurz. So, nicht ganz so verschwenderisch, was hier das Schlingkraut und so angeht. Da kommen schon die nächsten. Also 3 Sonnenblumen. Mehr nehme ich jetzt mal nicht am Anfang. Ich habe noch so gut wie nichts aufgebaut. Ist ein bisschen doof. Ja, da vielleicht noch einen hin. Na, vielleicht ziehen wir einen weg. Komm, sonst habe ich die Befürchtung, die lenkt das Ziel, kriegt das nicht hin. Oder vielleicht doch noch eine Sonnenblume. Eine Sonnenblume noch, komm. So. Da oben hätte ich gern noch dich. Da noch eine Lenkdistel. Sehr schön, einmal Spezialdünger. Ja, nee, die könnten das. Oh Gott, da kommt der Angler. Auf den ziehen wir aber weg.
Sonst zieht er mir das Kornkatapult zu weit nach hinten. Schön, das hat funktioniert. Ja, vielleicht noch ein, zwei Lenkdisteln wäre schon gut. Nochmal hin. Da kommt schon eine riesige Welle. Oh shit, pass mal auf, mach das mal so. Dich ziehen wir weg, hoffentlich. Okay, okay. Ich muss halt nur... Wow, was ist hier passiert? Oh nein. Letztes Mal von mir aus das Guacodil... Oh shit, Guacodil hin. Halt mal bitte alles... Oh, hat noch funktioniert. Sehr gut. So, 775. Guacodilen. Dich von mir aus nochmal dahin. 550. Zieh ihn mal bitte. Wow. Alles aufhalten. Sehr schön. Halt einfach alles auf. Dann setze ich dich hier hin, dass du direkt losgehst. Aber ich habe immer noch nicht diese 5 Zombies in so und so viel Sekunden, ne? Shit. Okay, da haben wir jetzt gar nichts mehr. 25, ich darf nichts mehr kaufen. Ich darf nichts mehr kaufen. Und wenn ich nichts mehr kaufen darf und da oben alles weg ist, dann wird das hier auch nichts mehr. Und mein Ziel habe ich auch nicht erreicht. Habe ich doch nicht, oder? Nein, habe ich nicht. Und ich darf nichts mehr kaufen und wir haben noch... Nee. Nee, 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 das funktioniert so nicht. Moment, was war das? Erledige 10 Zombies in 5 Sekunden. Okay, es kann ja auch an 2 Stellen passieren. Also, dass ich zum Beispiel 2 Guacodile habe und die in etwa zur gleichen Zeit losgehen, sodass sie dann, ja, die ganzen Zombies töten. Das Problem bei dem Guacodil ist, wenn es weg ist, ist es weg. Das ist echt doof. Die Lenkdistel ist super. Ich glaube, ich verzichte aufs Kornkatapult. Ich darf eigentlich nicht so viele vom Schlingkraut setzen. Was könnte ich hier denn mal Sinnvolles gebrauchen? Ja, Melonen und so natürlich super, aber viel zu teuer. Ja, das kommt ja auch noch hinzu. Ich darf nicht so teure Sachen nehmen. Oder aber ich lasse die Lenkdistel ganz weg und verlasse mich nur auf günstige Sachen, wie zum Beispiel das Kornkatapult. Das geht ja natürlich auch. Ich habe keine Ahnung. Nüsschen, ja, 50. Oder aber ich gebe mich mit weniger Sonnen zufrieden. Dass ich vielleicht nur die 50er Sonnen nehme. Weil ich jetzt... Ja, ich nehme nur die 50er Sonnen. Wisst ihr warum? Weil ich abgesehen vom Guacodil und vielleicht noch der Kirsche nur Dinge dabei habe, die relativ günstig sind. Also, ich hoffe es... Huch, ich kann das schon setzen. Ich hoffe, es funktioniert. Seit wann fange ich unten an? Auch ganz neu. So. Kommt nochmal eins. Ja, ja, das ist ja der erste. Den kann ich ja nochmal eben wegziehen. Kein Ding. So, setzen wir noch eine Sonnenblume. Und eine. Noch eine Sonnenblume. Eben kurz Power-Modus hier raus. Du kommst da. So, wenn ich hier jetzt noch einen Kornkatapult setze, dann müssten alle das schaffen. Naja, der kann da gerne an dem Ding rumfressen. Das ist mir ganz egal. So, du noch dahin. Das schaffen die hoffentlich beide hier, auch bei dem. Auch wenn ich den jetzt ein bisschen spät gesetzt habe. Oder... Oder, ja, sehr gut. So, und jetzt setze ich davor, wisst ihr was, ich setze noch mehr. Ich setze noch mehr davon. So, dahin. Mach die mal bitte platt, die hat ein Hütchen. So, da noch einen hin. Mach die mal bitte platt, die hat ein Hütchen. Das schaffen die nicht. Ich glaube, ich schicke den hier los. Ja, komm schon. Geh los, geh los, geh los. Ja, jetzt gerade hat es das Hütchen verloren, ne? Oh, fantastisch. Und
jetzt kommt schon eine Welle. Davor würde ich jetzt gerne die Guacodile setzen. Da was hin. Oktopus direkt wegziehen. Okay, soweit in Ordnung. Guacodil oben hin. Hier den nächsten aufbauen. Nein! Nein! Ich hasse mich gerade. Ich hasse mich gerade einfach nur selbst für diesen unfassbar dummen Fehler. 100... Ne, pass auf, wir machen nochmal weiter. Es kann sein, dass ich jetzt Glück habe und die hier noch alle wegsprengen kann. Nein. So, wirklich so dumm. Man muss nur... Ja, weiß ich nicht. Man muss nur kurz über dem Power-Up... über dem Spezialdünger-Ding sein. Zack. Oh, man hat's am Cursor. Ja. Hm, toll. Und dann nimmt man den bei den Sonnenblumen. So blöd. Es hat aber gut funktioniert. Wie habe ich das jetzt gerade gemacht? Ich habe kein Schlingkraut genommen am Anfang, ne? Ich habe erstmal fleißig die Sonnenblumen gesetzt. Doch, beim ersten habe ich Schlingkraut genommen. Stimmt, so war das. Da kommt nämlich jetzt schon der nächste. So, jetzt setze ich dahin. Brauchst eh noch ein bisschen. Oh Gott. Ich muss den Schnelligkeitsmodus hier rausmachen. Es geht gerade doch ein bisschen fix. Ja, komm schon. So, die schaffen das alle. Da kommen die nächsten. Da kommt eine mit... Ja, das wird jetzt wieder gefährlich. Pass mal auf, wir machen das so. Dich dahin. Dann bist du nämlich direkt weg und ich kann hier in Ruhe aufbauen. So. Oh Gott. Was habe ich jetzt gesagt? Davor nochmal Kornkatapulte. Ich weiß nicht, ob es klug ist. Ja, komm, wir versuchen es einfach. Und davor die Guacodile und davor... Nee, wir lassen das so. Und davor die Nüsschen. Naja, ich brauche mehr Sonnen. Wir ziehen den mal eben weg, weil ich glaube, die schaffen das nicht. So, einmal Spezialdünger. Den wir hoffentlich diesmal nicht sinnlos verschwenden. Dahin. Eine riesige Welle. Aber noch keine Ebbe, ne? Oktopus weg. Sofort. Sofort. Ich setze das jetzt einfach dahin. Wir halten mal eben alles auf. Ist mir doch gerade ein bisschen zu viel hier. So. 1575. Ja, darauf habe ich die ganze Zeit mal wieder nicht geachtet. Dann mal das Guacodil hin. Mhm, Angler. Sprengen sie alle. Sprengen sie alle. Okay, das haben wir. Das haben wir soweit. Das ist super. Der frisst sich jetzt vermutlich durch, oder? Wir machen da nochmal zu. Pass auf. Schick los, schick den. Ich kann den Rasenmäher nicht. Ah! Ich hasse das, wenn ich den nicht schicken kann. Sofort. Es dauert immer einen Moment. Oh, da werde ich immer ganz panisch. Alter, blöder Angler, ne? Ist das die letzte Welle? Nein. Zieh mal irgendwas weg. Ich setze jetzt da einfach noch ein Guacodil. Du kommst noch dahin. 725 noch, okay. 725. 700. Eine riesige Welle, das ist auch noch nicht die letzte. Aufhalten. Okay, 600 irgendwas. Kommst du noch dahin? Kirsche. Guacodil. Nein, du kommst noch dahin. So, 300. Angler kommt weg.
Also hier würde ich jetzt auch natürlich die Power-Ups raushauen, aber erstmal den Spezialdünger. Wow. Ich glaube, hier muss ich auch... Hätte ich mal ein bisschen gewartet, ne? Oh, der hat den da oben nicht getroffen. Der hat den da oben nicht getroffen. Nein. Na, ach ja. Verdammt. Oh. Nein. Nein, nein, nein. Oh Gott. Leute, ich... ja, die Folge ist zu Ende. Ich verabschiede mich von euch, das meine ich. Nein. Doof, 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 doof. Hätte ich das jetzt nicht gemacht, dann hätte ich das Level 100 pro geschafft. Na gut, ich probiere es dann beim nächsten Mal erneut. Bis dahin. Tschüss.